Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Pullover strickt. Wir haben dafür Wolle von Schachenmeier genommen, eine Color. Ihr seht, es sieht ganz putzig aus und ich habe dazu noch eine Restwolle in Grün dazu genommen, wo ich dann nochmal so kleine Akzente gesetzt habe, wie den Halsausschnitt, die Noppen, die Kordel. Wichtig bei einem Pullover ist eigentlich hauptsächlich die Abnahme unter den Armen, an dem Ausschnitt, sowohl hinten wie auch vorne und natürlich die Weite, die ihr euch vorstellt. Darum haben wir euch auch die Maschenprobe mal gezeigt, die eigentlich unkompliziert ist, wenn man da keine komplizierten Sachen draus macht, sage ich immer. Man kann das auch einfach darstellen. Hierfür haben wir dann Knopflöcher gemacht, das heißt, wir haben nur ein Lochmuster gemacht, da wo wir die Knöpfe haben wollen. Das heißt, ein Loch, ein U, zwei Maschen zusammenstricken. Sollten dann mal die Knöpfe ein bisschen zu klein sein, einfach das Loch ein bisschen verkleinern im Nachhinein. Das könnt ihr dann für euch entscheiden, je nachdem, was ihr für Knöpfe nehmt. Ich habe hier so eine kleine Blüte genommen, weil der ganze Pullover schon so verspielt ist, gehörten da einfach auch so kleine verspielte Knöpfe drauf. Wir haben euch alles in kleinen Videos gezeigt, was wichtig ist, außer jetzt den Rand. Dazu habe ich mir mal die Mütze, unseren Kapuzenloop genommen, um das besser darstellen zu können. Und eine ganz andere Wolle, das heißt eine farbige Wolle, damit ihr auch seht, was ich tue. Ihr könnt das Ganze mit einer Häkelnadel arbeiten oder aber auch nur mit der Stricknadel. Ich zeige es euch mit der Häkelnadel, damit das einfacher für euch ist. Hier seht ihr ja unseren tollen Rand, den ihr überall habt. Den werdet ihr auch dort haben, bis auf in der Schrägen. Aber da seht ihr dann schon abstandstechnisch, wie ihr vorgehen müsst. Ihr könnt einmal, je nach Wolle oder je nach Maschen, in die große Masche gehen und in die kleine Masche gehen. Das würde ich aber nur machen, wenn ich eine Wolle nehme, die viel zu schmal ist, im Gegensatz zu dem Hauptstück, dann würde ich beide Maschen nehmen. Habt ihr die gleiche Wolle von der Stärke her, dann geht bitte nur in die dazwischenliegenden, wo sich die beiden treffen. Da geht das Muster nochmal auf, aber ihr habt dadurch hier mittendrin nicht diese mega Löcher. Wenn ihr nur hier reingeht, dann sieht man das nachher. Ihr seht schon, wie groß das hier ist. Das soll ja nicht der Fall sein. Wir wollen das ja so schön wie möglich machen und je enger man das Ganze macht, je besser ist es. Hier rein und die Löcher verschwinden, dann sieht das aus wie eine ganz normale Naht. Also als wäre das jetzt weiter gestrickt, ganz normal. Zum Ende werdet ihr einfach den Faden hinten wieder verstricken, vernähen. Ich habe dazu das Muster 1 links, 1 rechts gewählt, weil ich finde, das sieht immer am elegantesten aus. Es wirkt halt schöner, filigraner, wie das 2 links, 2 rechts. 2 links, 2 rechts habe ich oben deswegen gewählt, weil ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen enger, sieht ein bisschen enger aus. Schöner für diese Art Pullover. Tja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch einfach nur ganz viel Spaß dabei. So, wir sind jetzt so weit, dass wir raufgestrickt haben beim Rückenteil bis zum Halsausschnitt. Das heißt, wir separieren. Wir probieren aus, wie viele Maschen brauchen wir. Ich brauche 20 auf jeder Seite für meine Schulter und dann den Rest für den Hals. 88 Maschen haben wir noch drauf. Also stricken wir ganz normal weiter 20 Maschen. Nehmen wir immer die erste ab. Haben 2. 3, 4. Und damit wir beim Abnehmen nicht jedes Mal zählen müssen, bis wo wir müssen, weil wir 20 Maschen auch auf der anderen Seite haben, fixieren wir das einfach mit einer Nadel und legen die mal um. Dann nehme ich bei jeder sechsten Masche in etwa nicht nur 2 zusammen ab, sondern 3 zusammen ab. Damit der Halsausschnitt etwas enger gleich wird, da wir ja 2 links, 2 rechts stricken.
und er nicht zu sehr auseinanderfällt. Die Maschen nehmen wir später wieder auf für den Rand. So, wir sind so weit rüber. Das waren dann ungefähr 4, die wir dreifach zusammengestrickt haben. Und hier müssen wir natürlich die eine noch rübergehen, weil wir haben hier 20 Maschen abgezogen. Jetzt haben wir 20, weil wir ja noch einmal weiterlaufen müssen. Das heißt, wir können jetzt unsere Nadel hier rausnehmen und stricken ganz normal bis zum Ende unser Muster. Bitte. So, und wenn wir rum sind, haben wir noch eine drüber gesetzt. Dann stricke ich noch eine zurück. Noch eine zurück. Mhm. Wir gehen deswegen noch einmal rüber, weil wir anschließend für die Schulter abnehmen. Und jeder weiß, es ist keiner kantig. Wir sind alle Mann so gestrickt, dass wir schräge Schultern haben. Und das werden wir auch im Pullover arbeiten. Das heißt, wenn wir rüber sind, dann werden wir auf der anderen Seite. Ich mache grundsätzlich auch schon die letzte Masche, die ich zusammenstricke. Das ist meine erste. Ich habe 20. Ich teile das durch 2 und gehe jetzt hier und stricke noch 9 zusammen, dass ich 10 Maschen insgesamt abnehme. Und ist noch drauf? Mhm. 2, 4, 6, 8, 10. Kannst du noch was? Ja, wollte ich gerade. Weil auf dieser Seite nehme ich die natürlich rückwirkend ab, weil auf der anderen Seite habe ich meine Vorderseite. Damit es da keine Missverständnisse gibt, dann stricke ich mein Muster ganz normal weiter, um die Fragen gleich zu beantworten, ob links abnehmen oder rechts abnehmen. In dem Fall stricken wir links abnehmen. Dann drehen wir das Ganze wieder. Ihr seht das Ergebnis schon, dass es hier schräger wird. Da braucht ihr wirklich nur die Hälfte von jedem. Geht dann hier das Muster weiter bis zum Schluss. Das soll ja bis zum Schluss auch anständig ausschauen. Und nehmt dann, wenn ihr hier ankommt, wieder die letzten 2 gleichzeitig zusammen. In dem Fall nehme ich das so zusammen, wie die Maschen aufkommen. In dem Fall wäre das jetzt eigentlich genau umgekehrt. Links, rechts, nein. Moment, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Würde ich fast links nehmen. Ich muss gucken. Ja, ist manchmal nicht einfach. Wenn dann... Na, gefällt mir nicht. Ich nehme rechts. Ich nehme rechts, damit es glatt bleibt. Und auf der anderen Seite dann komplett bis zum Schluss alle Mann abketten. Hoch. Also immer, hier stricken wir grundsätzlich nur immer 2 zusammen. Den Faden ruhig etwas länger ab, also lasse etwas mehr drauf und ziehe meine Schlaufe durch und beende somit die erste Schulter. Ich denke, das ist gut zu sehen. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite, drehen natürlich, weil wir ja normalerweise in diese Richtung wieder stricken würden. Das heißt, wir fangen hier mit der ersten Masche gleich anzustricken, weil wir dem Muster entsprechend, weil wir hier ja in dem Fall zurückkämen. Das ist aber nur bei der ersten Masche so nachher nicht. Da nehmen wir wieder die erste nur runter und gehen
machen das Ganze, was wir auf der anderen Seite gemacht haben, auf dieser hier auch. Also es sollte ja rechts und links gleich sein. Also stricken wir hier noch einmal. Also nachdem wir dann die Länge erarbeitet haben und unter der Brust angefangen haben mit zwei links, zwei rechts, dazu alle 7 Maschen ein Loch reingetan haben. Aber zählt das für euch nochmal durch, je nachdem, was ihr für Wolle nehmt. Ich habe jetzt hier eine etwas dünnere. Wie gesagt, dann geht es ja, rechnet euch das aus, wie ihr dann mit dem Faden oder besser gesagt mit dem Band nachher durchkommt. Wenn ihr soweit seid, dass ihr unterm Arm seid, dann nehmt ihr 5 Maschen ab. Ich habe schon mal bei der Rückreihe eine abgenommen, so damit sich das Ganze ein bisschen abrundet, nicht ganz so krass ist. Und dann strickt ihr wieder 2 zusammen und nehmt die nächsten 2 ab, dass wir erst einmal 3 Maschen haben. Dann stricken wir ganz normal drüber. Und diese Abnahme, die wir hier unterm Arm machen, die machen wir auch auf dem Rückenteil, genauso wie auf dem Vorderteil und auch an den Ärmeln. Weil das soll ja nachher genau passen. Und wenn wir dann hin und zurück sind, nehmen wir die letzten 2 auch gleich zusammen und stricken auf der Rückseite auch noch mal eine zusammen. Dann haben wir 5 Maschen zusammen. Und dann kommt anschließend der Ausschnitt, den wir aber erst etwas später anfangen, nachdem wir haben ja hier noch, ach Gott, das hatte ich ganz vergessen, Mensch, ich habe hier 4 Maschen abgenommen mittendrin, weil ich hier eine Knopfleiste arbeiten möchte, mhm. Und die aber nicht gleich kurz, also die nicht zu weit unten anfangen sollte, sonst sieht es nachher auch nicht so gut, toll aus. Auf jeden Fall nehmen wir dann ab der bestimmten Höhe immer 2 Maschen ab. Das heißt, eine vorne, so wie wir es eben gerade gemacht haben, eine auf der Rückseite, eine auf der Vorderseite, bis wir wie auf dem Rückenteil noch unsere 20 Maschen drauf haben. Wir arbeiten ja immer gegen gleich zu beiden Seiten. Cut. Ich muss mich sammeln. Ich habe jetzt mal die 2 Teile, die wir hier schon zusammen, also fertig gestrickt haben, einmal die Hälfte von dem Vorderteil und einmal die Hälfte vom Rückenteil, zusammengesetzt mit einer Nadel, Hilfsnadel, um euch zu zeigen, wie ihr rausbekommt, wie ihr euren Ärmel oben mit der Rundung stricken müsst. Ich habe schon mal einen fertig. Bei dem ist es so, ihr müsst euch eure Ärmel immer entgegenlegen, gegen eure schon gestrickten Stücke. Auch von der anderen Seite. Ihr könnt es auch feststecken. Ich mache es jetzt mal gerade nicht, weil es geht schneller und leichter für mich. Und wenn ihr dann, so wie hier, noch ein bisschen was genau reinkommt, ruhig ein bisschen übrig haben, weil das ist beim Zusammennähen nachher, werdet ihr sehen, dass ihr das bisschen mehr brauchen werdet, da wir ja den Ärmel zusätzlich ansetzen. Dann habt ihr einen passgerechten Ärmel. Habt ihr das nicht und ihr werdet hier oben zu kurz, dann kann es möglich sein, dass er auch im Ganzen nachher zu kurz ist. Es zieht sich dann und ihr passt oben in der Schulter nicht rein oder über dem Arm. Das ist ganz wichtig, dass ihr das für euch, dass ihr euch da, Kadi, ich bin nicht drauf. Sag's nochmal. Dass es wichtig ist, dass ihr das, nochmal beachten, ja jetzt? Dass der Ärmel wirklich reinpasst, das sollte man beachten. Also lieber ein bisschen länger gestrickt als zu wenig, denn wir nähen ja auch noch was mit rein, das kommt auch noch dazu. Ne? Also lieber ein klein bisschen länger. Ich bin dann oben mit 8 Maschen ausgegangen, zum Schluss, ab einer bestimmten Höhe. Das zeigen wir noch. Kadi, ich muss mich sammeln. Wenn ihr den Ärmel auf eure Länge gebracht habt,
dann nehmen wir auch am Ärmel dementsprechend ab. Das heißt, so wie wir das bei dem Vorder- und bei dem Rückenteil machen, mit den 5 Maschen, nehmen wir auch hier auf beiden Seiten 5 Maschen ab. Zu Anfang werden wir erstmal nur 3 abnehmen, damit wir so eine leichte Rundung bekommen. Das heißt, 3 Maschen habe ich, dann stricken wir rüber. So, und auch hier umdrehen und 3 wegnehmen. In dem Fall machen wir das wieder links rum, weil wir sind links. Vorne haben wir es rechts gemacht. 3 Maschen weg und rüber stricken. Wenn wir dann bei der Rückreihe kurz vorm Ende sind, die letzten 2 nehmen wir auf dieser Seite schon zusammen. Das ist dann unsere 4. Masche, die wir abnehmen. Und nehmen dann nochmal eine auf der Vorderseite ab. Dann haben wir 5 Maschen und gehen wieder rüber und machen das auf der anderen Seite gleich. Ihr seht schon, wir fangen an, leicht rund zu werden, da wir diese Rundung auch nachher für den unter dem Arm brauchen, um den Ärmel reinzusetzen. Weil wir wollen ja einen Pullover stricken, der aussieht, als wäre er gekauft. Und das brauchen wir auf jeden Fall dazu. Wenn wir das auf der anderen Seite auch gemacht haben, stricken wir erst einmal ein Stück gerade nach oben. Hallo Leute, wir müssen leider noch einen Nachtrag bringen. Bei so vielen kleinen Videos ist dann doch was weggefallen. Wir konnten ihn nicht finden. Okay. Und zwar die Rundung von dem Ärmel. Das heißt, wenn ihr nämlich ein Stück gestrickt habt, gerade hoch, und ihr seht, Mensch, ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel, ich müsste anfangen abzunehmen, dann nehmt immer 2 Maschen an einer Seite, also beidseitig ab. Das heißt, wieder einer auf der Seite und einer auf der Seite, also einmal links, einmal rechts. Und das macht ihr jede Reihe, bis ihr oben nur noch 8 Maschen habt. Wenn ihr eine dickere Wolle verwendet, dann lasst oben nur noch 6 Maschen stehen. Ansonsten zu dem ganzen Pullover kann ich sagen, ich habe mit 89 Maschen angefangen, da ich ja mit dem Flechtmuster angefangen habe, wofür wir 22 Maschen brauchen. Pro Muster, nur beim letzten dann 21 und die 2 Randmaschen dazu. Anschließend habe ich 2 linke Reihen gestrickt. Eine Hin- und Rückreihe im Lochmuster, dann wieder 2 linke. Dazwischen habe ich meine Noppen gebracht, das sind 12 Reihen, wieder diese linken und die Lochmuster dazu, anschließend 4 Reihen glatt rechts und dazu im Anschluss habe ich euch ein Zickzackmuster gebracht, wo wir dann das Muster auch nochmal einblenden, damit ihr das nacharbeiten könnt. Als Stütze habe ich euch dazu das N für die Noppe eingearbeitet, damit ihr seht, wo kann ich es am besten hinpacken. Sie fällt immer alle 11 cm rein. Bis hoch zu meinem Muster unter der Brust habe ich 22 cm gestrickt, glatt rechts. Anschließend 2 Reihen links rechts. Dann die Lochreihe dazu, wo ich alle 7 Maschen ein Loch gemacht habe, um nachher die Kordel durchzuziehen. Kordelvideo gibt's extra. Ja. Und bis unterm Arm sind es nochmal 10 cm. Aber das messt an euch selber aus. Jeder ist ja unterschiedlich. Hoch bis zur Schulter sind es dann, ach Gott, habe ich jetzt nicht gemessen, 19, glaube ich, oder 18. 19 cm, wo ihr dann anfangt, oben die Kante für die Schulter zu machen. Alles andere dürfte, glaube ich, in den einzelnen Videos drin sein. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unverständlich rüberkommt, weil das war dann doch ein bisschen
Viel Information. Ein bisschen zu viel. Vielleicht hätten wir mit einem einfachen anfangen sollen. Aber ich war gerade in der Stimmung, diesen Pullover dieses Jahr noch anziehen zu wollen. Also Leute, es tut mir leid. Oder auch nicht. Ich hoffe, es gefällt trotz alledem. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir beantworten euch die Fragen jederzeit gerne. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.